So, meine Freunde, herzlich willkommen zum fünften GPL-Kampf. Der fünfte oder sechste, ich bin mir gar nicht sicher, hier auf meinem Kanal. Dieses Mal habe ich gegen Steve von Super Funtime gespielt. Und ja, ich werde gar nicht lange drum herum reden. Ihr kennt mein Team soweit. Kobalion ist neu, das habe ich bisher noch nicht mitgenommen. Es ist speziell offensiv mit Calm Mind, Hidden Power Ghost, Flash Cannon und Fokusstoß. Normalerweise habe ich Hidden Power Ghost hier drauf, habe es aber in diesem Fall runtergenommen für Donnerrille, weil ich dachte, das ist eine Attacke, mit der rechnet man nicht und könnte ihn vielleicht ein bisschen aus der Bahn bringen. Ansonsten sind alle meine Pokémon hier bekannt. Donphan hat eine neue Attacke bekommen, die sehr, sehr interessant ist, aber die werdet ihr noch im Kampf sehen. In seinem Team, er hat einfach ein unglaubliches Powerhouse als Team mitgenommen. Er hat Mega Sherox, er hat Pixie, er hat Latios, Entei, Rotom Wash und Crocodile. Wir werden sehen, Crocodile wird das größte Problem in seinem Team. Ich hatte ursprünglich mir vorgenommen, Lanternecto den Ballon zu geben, aber dachte mir dann, nee, komm, er nimmt Crocodile bestimmt nicht mit, das glaube ich nicht. Dieser Gedanke war völlig schwachsinnig, warum hätte er es nicht mitnehmen sollen, wenn man bedenkt, dass mein Team eine extreme Bodenschwäche hat. Egal, wir fangen mit dem Kampf an und dann sehen wir, was passieren wird. So, er leadet mit Real Steel, seinem Sherox, ich leade mit Donphan und dachte mir an dieser Stelle, okay, vielleicht geht er auf einen Bullet Punch, predicted einen Switch, vielleicht geht er auf Verfolgung, weil er einen Switch predicted. Ich hatte auf die Verfolgung gehofft, aber er geht hier an dieser Stelle einfach auf den Abschlag. Ich weiß nicht, warum ich in dem Moment vergessen habe, dass ich den Abschlag erlernen kann, aber naja, ich bleibe drinnen, er schlägt mir das Wahlband ab, ich gehe auf den Feuerzahn. Die Attacke ist ja inzwischen bekannt auf meinem Donphan. Mach ihm gut drei Viertel weg. Er wechselt hier aus, hatte vermutlich einfach zu viel Angst. Und ich habe hier sein Switch predicted in das Rotom und bin deswegen auf Samenbomben gegangen. Viele Leute wissen nicht, dass Donphan das erlernen kann, aber doch ist sogar eine ziemlich gute Attacke. Er hat leider knapp unter der Hälfte seiner HP verloren. Genau die Hälfte wäre eigentlich ziemlich cool gewesen. Und ich weiß, dass ich hier auf Lushking wechseln muss. Ich war mir nicht sicher, auf was er gehen würde. Auf Voltwechsel oder auf eine Wasserattacke, ist aber aufs Ehrlicht gegangen. Was mir ganz gut passt, ich meine, Lushoking interessiert sich jetzt nicht so sehr für die Verbrennung. Er geht hier dann aber auf Voltwechsel und macht mir damit eine Menge Schaden. Da weit mehr, als ich gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Das verrät mir, dass er höchstwahrscheinlich offensiv ausgelegt ist, denn ich glaube nicht, dass er sonst so viel Schaden gemacht hätte. Ich gehe auf den Psyshock, macht nämlich wirklich Schaden dem Pixie. Ich hatte aber Angst, dass er mit einem Calm Mind sich jetzt boostet, wie er es gemacht hat gegen Present, glaube ich. Davor hatte ich ja so ein bisschen Angst, mir deswegen direkt rausgewechselt in Goatee, mein Kobalion. Aber er geht tatsächlich einfach auf den Wunschtraum. Und hier war ich mir jetzt nicht sicher, ob er auswechselt oder ob er drinne bleibt, ob er auf ein Schutzschild geht, um mich zu scouten. Ich gehe deswegen auf Donnerwelle, weil ich gedacht habe, er wechselt vielleicht in sein Mega Sherox, aber er geht tatsächlich einfach auf Protect, schützt sich selber. Meine Donnerwelle geht natürlich nicht durch, denn Schutzschild, ich wollte gerade sagen, geht daneben, aber das stimmt ja nicht. Deswegen gehe ich jetzt auf die Lichtkanone und ja, wir sehen, das macht gut Damage. Wir haben uns also hier eine ziemlich gute Führung, sag ich mal, erarbeitet. Er geht hier jetzt auf die Tarnsteine. Und ja, ich habe an dieser Stelle entweder mit einem Switch oder mit einem Schutzschild gerechnet. Er geht hier aufs Schutzschild. Ich bin, glaube ich, hier nochmal auf Donnerwelle gegangen, denn ist natürlich egal gewesen, was er abwehrt. Aber hätte er gewechselt, hätte ich halt zumindest noch was paralysieren können. Er bleibt aber drin und ich glaube, an dieser Stelle gehe ich jetzt auf die Lichtkanone. Ich bin mir nicht sicher. Ja, genau. Und wir sehen seinen Rotom. Wer hat das gut wegstecken können? Natürlich. Aber ich habe nachgekalkt und ein Fokusstoß von dieser Range müsste ausreichen können, um ihn rauszunehmen. Und der Fokusstoß kommt durch, trifft und damit haben wir hier einen kleinen Lead gegenüber dem Rotom. Nehmen natürlich ein bisschen Schaden, aber jetzt kommt Gauner rein, sein Crocodile und ja, nicht gut. Ich gehe hier auf Tusk in der Hoffnung, Tusk könnte vielleicht einen Angriff überleben oder vielleicht geht er auch auf den Protzer, um sich einfach nur ein bisschen zu boosten. Aber nein, er geht direkt aufs Erdbeben, er ist gechoice-scarfed
Und das war das Problem. Hier landet er übrigens den Crit. Ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte. Aber selbst wenn, ich hätte den Samenbomben-Crit landen müssen, um ihn da rauszunehmen. Von daher, nee. Aber wir sehen hier jetzt, er kriegt den Hochmut-Boost und ja. Ich war mir an der Stelle noch nicht sicher, ob er gescarft ist oder gechoice-banded. Bei einem Choice-Band hätte ich noch eine Chance. Aber bei einem Scarf outspeedet er alles und damit jemand eine unglaubliche Bodenschwäche hat, bin ich damit am Arsch. Ich kann euch jetzt schon sagen, er wird mich hier durchsweepen, was mich echt genervt hat, denn ich habe nicht schlecht gespielt am Anfang. Und wie gesagt, ich wollte sogar vor dem Match noch den Ballon auf das. Ist das Land Herrnektun? Das ist die zweite Form. Wie heißt es denn auf Deutsch? Chandelure. Auf das Feuergeist-Pokémon wollte ich eigentlich noch den Ballon tun, hab's dann aber nicht gemacht, weil ich bin ein Vollidiot. Und ja, das hat mich an dieser Stelle das Game gekostet. Ansonsten hätte ich es höchstwahrscheinlich, nicht höchstwahrscheinlich gewonnen, aber ich hätte ziemlich gute Chancen gehabt, möchte ich sagen. Gut. War doof gemacht von mir. Ja, mein Mega-Bibor wird natürlich outspeedet, mein Skelabra wird outspeedet. Und mein Lasho-King, bevor mir jemand damit kommt, hätte kein Erdbeben überlebt. Kein plus 1 Erdbeben, nicht bei den HP, die es hatte. Deswegen konnte ich das auch nicht reinbringen. Dann würde ich aber sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und ihr dürft noch zusehen, wie er mit mir den Boden aufwischt. Aber ich habe gegen Steve ein Pokémon rausgenommen, ja? Das ist mehr, als ich erwartet habe, weil vor Steve habe ich Angst. Gut, jetzt bin ich aber weg. Tschüss.